Herzlich willkommen. Ich habe beschlossen, dass ich aus dem geplanten großen Video lieber drei kleine Videos mache. Ist vielleicht angenehmer zum Anschauen. Es geht nach wie vor um das Lösen von linearen Gleichungssystemen. Hier hatten wir ein Beispiel, wo es genau eine Lösung gibt. Jetzt gucken wir mal, was bei diesem LGS passiert. Wir haben als Gleichung römisch 1 2x minus y gleich 2 und als Gleichung römisch 2 minus x plus 1/2 y ist gleich minus 1/2, dass auch mal Brüche hier vorkommen. Wir machen wieder das Einsetzungsverfahren und wir schauen, nach welcher Variablen könnte man denn am besten auflösen. Am einfachsten wäre es doch hier nach y aufzulösen, weil da haben wir keinen Vorfaktor bis eben auf das Minuszeichen. Also lösen wir mal Gleichung römisch 1 nach y auf. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir versuchen mal ganz schnell mit der Touchscreen-Methode. Hier steht minus y. Wir touchen da drauf und ziehen das hier rüber, dann wird es minus zu plus. Dann steht hier 2 plus y, dann touchen wir auf diese plus 2 und ziehen die mit minus rüber. Und dann steht da 2x minus 2. Und dann wäre das hier Gleichung römisch 1 Strich. Falls das doch zu schnell ging, nochmal die andere Methode. Wir bringen das hier rüber. Dann haben wir minus y ist gleich 2 minus 2x. Wir machen auf beiden Seiten minus 2x. Und jetzt muss ich die ganze Gleichung noch mal minus 1 nehmen, damit das verschwindet, oder durch minus 1, das ist aber dasselbe. Mal minus 1 oder durch minus 1 ist dasselbe. Dann hier aufpassen, ihr müsst den gesamten Ausdruck mal minus 1 nehmen, also überall die Vorzeichen umdrehen. Und dann kriegt ihr y ist minus 2 plus 2x. Und wenn ihr das noch vertauscht nach dem Kommutativgesetz für die Addition, dann habt ihr genau das. Und schön wäre es eben, wenn ihr mit ein bisschen Übung wirklich euch diese Zwischenschritte sparen könntet und es direkt so machen. Also hier einfach vorstellen, ihr toucht da drauf, zieht es rüber, zieht die 2 darüber, vertauscht noch rechts und links und dann habt ihr diese Gleichung. Das setzen wir jetzt ein in Gleichung 2. Dann hier wird extra mit Rot geschrieben, 1/2 mal das gesamte y, also diesen ganzen Ausdruck. Die Klammer dürft ihr nicht vergessen, wegen Punkt vor Strich. So, dann bekommen wir minus x lassen wir stehen, 1/2 mal 2 gibt 1, also steht hier 1x, das 1 lässt man weg. Und dann plus 1/2 mal minus 2 gibt minus 1. Da drüben bleibt es minus 1/2. Und jetzt passiert was Erstaunliches, das x fällt komplett raus. Minus x plus x sind 0x, also das können wir weglassen und es bleibt hier die minus 1 stehen. Und dann erhalten wir die schöne Gleichung, minus 1 gleich minus 1/2. Das ist offensichtlich falsch. Ja, und egal, was ich für das x einsetze, es steht ja gar kein x mehr drin, das ist niemals richtig. Das heißt, dieses lineare Gleichungssystem besitzt keine Lösung. Ja, das ineinander einsetzen hat mich auf diese falsche Aussage geführt. Minus 1 gleich minus 1/2. Und damit gibt es hier überhaupt keine Lösung. Auch dieser Fall kann auftreten. So, und das schreibt man folgendermaßen auf. Hier drüben hatten wir in der Lösungsmenge ein Element drin stehen, nämlich das Zahlenpaar 3 und 2. Hier gibt es überhaupt kein Zahlenpaar, welches das LGS lösen würde. Und das schreibt man da einfach so hin. Eine geschweifte Klammer mit nichts drin und da sagt man dann, die Lösungsmenge ist leer. Und das bedeutet, das LGS besitzt keine Lösung. Diesen Fall gibt es eben auch, wie wir hier gesehen haben. So, und was hier wirklich passiert, versteht man am besten, wenn man das Ganze geometrisch interpretiert. Erinnert euch dran, hier stehen nichts anderes als zwei Geradengleichungen, nur ein bisschen komisch aufgeschrieben, weil die x und y sehr auf einer Seite stehen. Hier sehen wir schon, Gleichung römisch 1 Strich, y gleich 2x minus 2 ist diese Gerade hier. Y-Achsenabschnitt minus 2, Steigung 2, also 1 rüber, 2 hoch. Wenn ich die Gleichung römisch 2 umforme, sodass da eine Geradengleichung steht, kommt das hier raus. Machen wir kurz die Zwischenschritte. Wir machen minus x auf die andere Seite mit plus x. Dann steht hier nur noch 1/2 y ist gleich x minus 1/2. Und jetzt will ich das 1/2 wegkriegen als Faktor, also nehme ich mal Kehrbruch, ganz ausführlich geschrieben als mal 2 Eintel. Ihr könnt auch einfach natürlich sagen mal 2. Dann verschwindet hier das 1/2, weil 2 mal 1/2 ist 1, also steht hier 1y. Und hier drüben beachten, Distributivgesetz, ihr müsst beides mal 2 nehmen. Also steht hier 2 mal x minus 2 mal 1/2, also minus 1. Und wenn ihr euch diese Gerade anschaut, hat die die gleiche Steigung wie die grüne Gerade.
aber eben einen anderen y-Achsenabschnitt, nämlich hier minus 1. Und jetzt seht ihr, die Lösungszahlenpaare von diesem LGS entsprechen ja den Schnittpunkten dieser Geraden oder dem Schnittpunkt. Und jetzt seht ihr, hier gibt es keinen Schnittpunkt. Ja? Und deswegen ist die Lösungsmenge leer. Es gibt keinen Punkt, der gleichzeitig auf der roten und auf der grünen Geraden liegt.